Fotos, die Geschichten erzählen, berühren und intime Einblicke geben in das Leben nach dem Überleben. Helena Schätzle fängt mit ihren Bildern besondere Momente ein, den Lebensmut der Überlebenden. Viele Monate hat sie dafür in Israel gelebt und recherchiert. Also sie haben unglaublich positiv auf mich reagiert und ich habe es überhaupt absolut gar nicht erwartet. Also ich hatte schon, ja, würde ich sagen, sogar auch Angst, richtig hinzugehen, Kontakt aufzunehmen, zu sagen, ich bin aus Deutschland. Und eine der ersten Fragen ist dann immer, was haben deine Großeltern im Krieg getan? Welcome. Doch auf Ablehnung ist sie nie gestoßen. Die Hilfsorganisation Amcha, die 20.000 Überlebende in Israel unterstützt, hat Helena Schätzle Kontakte zu Überlebenden vermittelt. Das israelische Fernsehen hat sie bei ihrer Arbeit begleitet. Die 35-Jährige lässt sich tief auf die Menschen und ihre Geschichte ein, will sie dann mit ihren Bildern erspüren. Ich fühle mich nicht wohl, damit zu sagen, die Deutschen haben die Wasserversorgung im Ghetto gekappt. Ich will nicht, dass du dich schlecht fühlst. Für Helena Schätzle nicht immer einfach, was sie zu hören bekommt. Doch nur so formt sich ein Bild von den Holocaust-Überlebenden. Und dann der passende Fotomoment. Wie bei George und Enkelin Dana. Und hier der 98-jährige Elias mit Enkelin. Er ist der einzige Überlebende seiner Familie. Mit diesem Bild hat die Kasslerin den Alfred Fried Award gewonnen, benannt nach dem Pazifisten und Friedensnobelpreisträger, das Friedensfoto 2016. Das war ein ganz, ganz schöner, ganz intimer Moment, ganz kurzer Moment auch einfach, und wo sie sehr, sehr nah miteinander sind und man so diese Liebe und Lebensfreude und Lust, Lebenslust auch einfach so spürt. Und auch sie spürt diese herzliche Verbundenheit. Bei ihrer Arbeit haben sich enge Freundschaften entwickelt. Zu Yael habe ich eine ganz, ganz nahe Bindung auch aufgebaut, die mich dann irgendwann fragte, Helena, ich möchte so gerne deine dritte Großmutter sein. Und ja, und ich sie als meine dritte Großmutter adoptiert hat und sie mich als ihre Enkelin. Und da sind wirklich, also das ist einfach ganz, ganz schön, dieses Verhältnis und diese Nähe. Zurück in Kassel. Hier hat Helena Schätzle an der Kunsthochschule Fotografie studiert. Seitdem geht sie immer wieder auf Reisen, Auftragsproduktionen für namhafte Magazine und für ihre Fotoprojekte. Mit ihren Ideen trifft sie auf offene Ohren bei Elena Patwa vom Zentrum für jüdisches Leben in Kassel. Der Plan, eine Wanderausstellung mit den Bildern aus Israel. Und es klappt. Leben nach dem Überleben ist gerade deutschlandweit unterwegs. Es gibt keine Familie, auch hier in Kassel, in der deutschen Community oder in der jüdischen Community oder auch von den osteuropäischen Juden, wo es in der Familie keine Opfer gab während der Shoah. Aber dennoch, man blickt nach vorne. Mit ihren Fotoarbeiten aufrütteln. Die Würde der Opfer, das ist es, was Helena Schätzle immer im Fokus hat. Das ist eigentlich das Wichtige in meiner Arbeit, dass einfach Menschen Empathie empfinden, mitfühlen können, wie ähnlich wir uns doch alle sind, also wie unsere Gefühle einfach das Gleiche ist, wie wir lieben und wie wir traurig sind und wie wir verletzt werden können. Und da gibt es diese Unterschiede nicht. Und so sucht sie weiter mit ihrer Kamera nach Themen, die die Welt nicht vergessen darf.